Winterzeit, Weihnachtszeit, stille Zeit. Aber es ist auch eine fröhliche Zeit. Wir beginnen daher mit dem von dem Österreicher Thomas Kotschat komponierten Schneewalzer.
heilige Nacht im Wandel der Zeit. Eine Weihnachtsgeschichte, die manche von uns Älteren nachdenklich stimmen wird. Vorgetragen wird sie von Irmgard Purzeck. Die heilige Nacht im Wandel der Zeit. Als ich ein Kind noch gewesen, das ist schon lange her, da war Weihnachten ein Erlebnis, ein Märchen und noch viel mehr. Es gab nur kleine Geschenke, denn wir waren ja nicht reich. Doch diese bescheidenen Gaben kamen dem Paradiese durch. Da gab es Äpfel und Nüsse, mitunter auch ein paar Schuhe. Und wenn es die Kasse erlaubte, ein kleines Püppchen dazu. Wie war doch das Kinderherz selig, ob all dieser herrlichen Pracht. Und es war ein heimliches Raunen um die stille, heilige Nacht. Dann wurde ich älter und größer, wünschte mir dies und das. Ich hörte auf, an das Christkind zu glauben und verlor das Paradies. Und dann kam der Krieg mit all seinen Leiden, mit Hunger und Not. Da wurde ich wieder bescheiden und war dankbar für ein Stück Brot. Wir alle wurden da kleiner und nur ein Wunsch hatte da Macht. Wir wollten vereint sein mit unseren Lieben in der stillen, heiligen Nacht. Und als dann der Krieg war zu Ende, wuchs eine neue Jugend heran. Und die hatte auch ihre Wünsche an den lieben Weihnachtsmann. Nur, die waren nicht klein und bescheiden, denn der Wohlstand kam ins Land. Die Wünsche wurden größer und größer und das Schenken nahm Überhand. Nun wird gewünscht und gegeben und keiner fragt nach dem Wert. Vergessen sind Krieg und Armut und die Stunden am einsamen Herd. Aus den schönsten der christlichen Feste hat der Mensch einen Jahrmarkt gemacht. Und er wünscht sich vom Besten das Beste und vergisst den Sinn der Heiligen.